Also ich bin ja ordentlich, aber die, mit denen ich zusammenlebe, meine Kinder, mein Mann, meine Mitbewohner, die sind total unordentlich. Wie kann ich die erziehen und denen das beibringen, damit sie genauso ordentlich sind wie ich? Wie das geht, erzähle ich dir in dem heutigen Video. Aber eine Sache ganz wichtig vorweg: Kinder erziehen darfst du. Männer oder andere Erwachsene erziehen darfst du nicht. Lass es einfach. Wie es trotzdem gelingt, dass du den anderen Erwachsenen in deinem Umfeld und den Kindern Ordnung beibringst oder das zumindest mal näher bringen kannst, das erkläre ich dir heute. Es gibt vier wichtige Punkte, die man beachten kann, wenn man möchte, dass sein Umfeld auch mal endlich ein bisschen ordentlicher ist, so wie man selbst. Wie immer hat dieses Video Kapitel, diese findest du in der Videobeschreibung. Am Ende kriegst du dann ein eigenes Hausaufgabenkapitel und ganz am Ende, wie immer, die Outtakes. Starten wir mit Punkt Nummer 1. Wen dürfen wir eigentlich erziehen? Das ist ein super heißes Thema hier. Die einen sagen immer, ja, also Frau Ludwig, Sie können doch nicht den Stempel aufdrücken. Nein, kann ich auch nicht. Und das musst du verstehen. Ich habe das schon lange erkannt. Ich lasse mich zum Beispiel nur äußerst ungern verschenken. Es gibt Leute, die wollen, dass ich verschenkt werde und die sagen dann, ja, aber meine Mutter, meine Großmutter, mein Vater, meine Schwester, was weiß ich, die sind total unordentlich, können sie das nicht machen? Könnte ich schon, will ich aber nicht. Weil jeder Mensch hat seine Selbstbestimmung und seine Autonomie. Und das musst du akzeptieren. Nur weil du ordentlich bist, heißt es nicht, dass die anderen um dich herum auch ordentlich sein müssen. Du suchst dir aus, letztendlich, mit wem du zusammenlebst. Wenn du mit deinem Mann so wahnsinnig unglücklich bist, dass der so unheimlich unordentlich ist und du hast langsam Magenschmerzen und du kriegst Migräne und so, dann solltet ihr endlich mal über eine Paartherapie sprechen oder vielleicht über eine Trennung nachdenken, wenn dich das so unglücklich macht. Ich meine, es geht um dein Leben, aber deinen Mann zu einem anderen Menschen zu erziehen, vergiss es. Wer nimmt sich das Recht raus, das überhaupt machen zu dürfen? Kinder ist ein komplett anderes Thema, weil für Kinder bist du verantwortlich, also für deine zumindest. Und es ist dein Job und deine Verantwortung, ihnen gewisse Regeln und Kompetenzen beizubringen. Und dazu gehört unter anderem auch die Fähigkeit, ordentlich zu sein. Und das bedeutet schlichtweg, du kannst die folgenden vier Punkte nutzen, um deine Kinder zu erziehen, zur Ordnung und um die Erwachsenen um dich herum vielleicht irgendwie zu beeinflussen. Aber umerziehen wollen wir niemanden. Du würdest auch nicht wollen, dass jemand kommt und dich umerzieht. Also wer will das denn schon? Dann sagt man wirklich, nimm mich so, wie ich bin, oder kannst gehen. Ist egal. Aber wir sind alle selbstbestimmte Wesen und das ist einfach unheimlich wichtig, erstmal im Punkt 1 zu verstehen. Und jetzt kommen die vier Tipps. Was kannst du aber tun? Tipp Nummer 1 ist das Thema Motivation. Erkläre doch du erstmal den Menschen um dich herum, warum du für Ordnung sorgst. Weil wenn jemand motiviert ist, wenn ich motiviert bin, Ordnung zu halten, dann fällt mir das natürlich wesentlich leichter, als wenn ich da irgendwie dazu gezwungen werde und schon gar nicht von extern. Also die richtig gute Motivation, die kommt ja von innen heraus. Also erklärst du als allererstes mal deiner Familie oder deinen Mitbewohnern oder wenn du alleine lebst, auch dir selber, warum willst du eigentlich Ordnung haben? Warum ist dir das so wichtig? Was willst du? Ich sag zum Beispiel, bei mir eine der Grundmotivationen ist, ich bin super mega faul. Und ihr kennt alle diesen wunderschönen Postkartenspruch, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Ja, ich bin zu faul zum Suchen. Deshalb halte ich Ordnung. Ich verlege nie irgendwelche Dinge, ich verliere nie irgendwelche Dinge, ich weiß immer genau, wo was ist, weil ich viel zu faul bin und mir meine Zeit auch viel zu kostbar ist, die irgendwie 100 Jahre lang mit Suchen zu verbringen. Eine andere Motivation könnte sein, dass du sagst, ich möchte meinen CO2-Fußabdruck verbessern. Ich möchte weniger verschwenden, weniger Lebensmittel, weniger Geld, weniger Zeit. Oder es könnte sein, du sagst, naja, ich brauche Ruhe und Ordnung in meinem Inneren und damit das gelingt, brauche ich Ruhe und Ordnung in meinem Äußeren. Also brauche ich erstmal ein sauberes Umfeld, ein ordentliches Umfeld und das ist deine Motivation. Und deshalb spielt die Bereitschaft einer Person, etwas ändern zu wollen in ihrem Leben spielt eine entscheidende Rolle. Du wirst niemanden zur Ordnung zwingen können, du musst das aber auch nicht. Und das ist einfach wichtig. Wir sind alle unterschiedlich. Also, wenn du möchtest, dass in deinem Umfeld Ordnung herrscht, dann setz dich mit deiner Familie hin und sprech mal darüber. Oder mit den Menschen, mit denen du eben zusammen wohnst. Und wenn du alleine lebst,
dann setz dich mit dir selber hin und dann frag dich, warum bin ich eigentlich so, warum bin ich so wild drauf, hier für Ordnung zu sorgen? Was motiviert mich? Was steht am Ende? Was ist dein Ziel? Was denkst du, wird passieren, wenn deine Wohnung aufgeräumt ist? Dass du dann abends nach der Arbeit nach Hause kommst, dich aufs Sofa fallen lassen kannst, den Abend entspannend genießen, vielleicht in die Badewanne, dass du was Leckeres zu essen kochen kannst, ohne erst 200.000 Tupperdosen aus dem Küchenschrank rauszufiltern. Das sind solche Momente. Und deshalb ist ganz wichtig, Schritt Nummer 1, finde heraus, was die Motivation der einzelnen Menschen ist, für Ordnung zu sorgen. Und wenn es deine ist, dann erklär das einfach nur. Nicht versuchen umzuerziehen, sondern erklär das. Wenn du Probleme hast, das zu erklären, dann weißt du, findest du auf diesem Kanal generell unheimlich viele Videos rund um das Thema Ordnung und Organisation und auch viele Motivationsthemas. Also sofern noch nicht geschehen, lass gerne ein Abo da. Ich wollte im Übrigen mal anmerken, wir sind hier im Schwabeländle, Geld, es kostet nichts. Also manche denken ja, so ein Abo kostet Geld. Ein Abo kostet gar kein Geld. Also wenn du weitere Motivationsvideos brauchst, ich blende dir hier oben auch eine Playliste ein. Wenn du da draufklickst, siehst du alle Videos rund um das Thema Motivation. Aber weiter im Text. Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2 ist direkt anschließend eine offene Kommunikation. Also wenn deine Mitbewohner, dein Mann, deine Kinder gar nicht wissen, warum du für Ordnung sorgen willst und du weißt es zwar, deine Motivation ist geklärt, du weißt vielleicht auch die Motivation der anderen, aber es spricht keiner darüber, dann ist auch nicht viel gewonnen. Das heißt, in Schritt Nummer 2 kommunizierst du. Ihr setzt euch am besten einmal in der Woche oder einmal im Monat zusammen und sprecht einfach drüber, warum sieht es hier jetzt schon wieder so aus wie Sau? Was ist denn passiert? Vielleicht gibt es da ja auch Gründe dafür. Da gibt es garantiert eine Menge Gründe dafür. Aber die müsst ihr rausfinden. Wir sind alle keine Gedankenleser. Das erwartet man gerade so in langjährigen Beziehungen oder auch mit den Kindern. Also bei Kindern sowieso. Da hat man ja eh das Gefühl, ich habe es jetzt schon 100-mal gesagt, wenn nicht sogar 150-mal. Warum, Kinder, wisst ihr immer noch nicht, was mir wichtig ist? Kommunikation ist das A und O im Bereich Ordnung. Und da hilft es auch nichts, mit erhobenem Zeigefinger zu kommen und zu sagen, ja, hier, und ich bin jetzt deine Mutter. Das machst du, weil ich das so sage. Das muss zwar manchmal auch sein, aber so erziehst du keine Kinder zur Ordnung. Und deinen Mann, ganz ehrlich, der ist schneller weg, als du gucken kannst, wenn du ihm mit dem Zeigefinger kommst. Also sprecht darüber und sprecht auch darüber, welche Maßnahmen ihr ergreifen müsst, damit ihr für alle zufriedenstellend diese entsprechende Ordnung in eurem Haushalt etablieren könnt. Und jetzt kommen die Punkte 3 und 4 und das sind meine absoluten Lieblingspunkte und da sind auch die größten Hürden. Punkt Nummer 3, sei Vorbild. Sei Vorbild und lebe den Menschen um dich herum vor, was es bedeutet, ein ordentlicher Mensch zu sein und welche Vorteile das mit sich bringt. Das kann bedeuten, ab heute ist der Kofferraum von deinem Auto ordentlich aufgeräumt. Und immer wenn das jemand sieht und du machst die Heckklappe auf und dann sagt er, wow, also du hast aber viel Platz in deinem Auto. Hey, also bei mir ist es ja... Und dann sagst du, ja klar, meinst du, wenn ich jetzt einen Großeinkauf mache oder der Hund muss da hinten rein oder von den Kindern die Schulranzen, ich habe da immer Lust, irgendwie 100.000 Sachen umherzufahren oder auseinanderzuräumen oder wenn du in die Waschstraße fährst, das ist ja auch so. Du hast vielleicht ein sauberes Auto, weil wenn du in die Waschstraße fährst, musst du erstmal deinen Kofferraum ausräumen. Weil der Kofferraum aber überhaupt nicht so vollgeräumt ist, brauchst du jedes Mal nur, keine Ahnung, 5 Minuten, bis der Kofferraum leer ist. Und dann sagst du, Schatz, ich fahre kurz das Auto waschen. Und schwupps hast du, bist du der Einzige in der Nachbarschaft, der ständig ein sauberes Auto hat. Alles nur, weil du vorgelebt hast. Ja, so ist es, wenn man Ordnung hält. So sieht dann ein Auto aus. Kann man machen. Genauso zu Hause. Wenn dein Kleiderschrank aussieht wie Sau, vollgestopft ist ohne Ende. Oder eben in der Küche zum Beispiel. Der Schrank mit den Tupperdosen, den ich vorhin erwähnt habe. Der wird und wird und wird nicht weniger und aussortiert. Und dann gehst du in den Supermarkt und dann kaufst du gerade nochmal, oh, es gibt SZ-Schnitte, wenn sie die kaufen, dann kriegen sie eine Feschbo-Box für die Kinder mit dazu kostenlos. Und dann wird es gleich gekauft und super, noch eine Büchse. Wenn du das natürlich machst, dann musst du dich nicht wundern, wenn in deiner Familie, der Rest der Familie sagt, ja klar, von uns will die Ordnung verlangen, weil sie es selber nicht auf die Reihe kriegt. Das funktioniert so nicht, das hat noch nie funktioniert. Also musst du das vorleben. Dein Kleiderschrank ist super organisiert und du bist auch zufrieden. Deine Küche, dein Wohnzimmer. Ja, in einem Video hieß es mal, wieso kommt bei Ihnen sofort die Frau in die Küche? Liebe Ladies,
Zu meinen Analysedaten. Ich habe 90% der Zuschauer dieser Videos sind weiblich. Und von denen ist eine ganze Menge, also weit über 50%, 60% sogar sind, also mehr als 60%, ich kann euch das gerne mal zeigen, sind hier älter als 45. Und das ist halt in Gottes Namen oft noch so eine Ära, eine Generation, in der die Frau die Oberhoheit über die Küche hat. Es gibt natürlich auch andersrum die Familien. Da hat der Mann die Oberhoheit über die Küche. Aber ich garantiere dir, da sind dann keine 587 Turbodosen im Schrank. Long story short, Vorbild sein heißt, ich zeige dir, wie das geht und nicht, ich räume dir hinterher. Das ist kein, liebe Kinder, ich zeige dir, wie ordentlich mein Schrank ist und jetzt, ach, du hast die Wäsche schon wieder nicht weggeräumt. Ja, dann mache ich das für dich, damit du siehst, wie das geht. Das machst du vielleicht ein, zwei, dreimal bei Kindern. Ansonsten, wenn du das für die übernimmst, dann lernen die das nie. Deshalb vorleben, vorleben, vorleben und nicht irgendwie dich einmischen und die Sachen für sie erledigen. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 4. Mein Lieblingspunkt. Wie bringe ich anderen Menschen Ordnung bei? Ich bin konsequent. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel das Thema Wäsche waschen. Wenn du sowohl Mann als auch den Kindern vor allem sagst, passt mal auf, Kommunikation, ja, ihr habt irgendwann mal euch zusammengesetzt und du hast gesagt, ich wasche immer, wenn der Schmutzwäschekorb voll ist. Wenn die Kinder ihre Wäsche nicht in diesen Schmutzwäschekorb schmeißen, dann ist dieser Korb oder auch dein Mann oder wer auch immer, dann ist dieser Schmutzwäschekorb zwar irgendwann voll, aber eben mit deinen Sachen. Und dann wäschst du. Und wenn dann das Kind kommt und sagt, Mama, ich habe keine Unterhose mehr und der Mann kommt und sagt, oh Schatz, meine Hemden, ich habe keine Hemden mehr, ich muss Hemden waschen. Dann guckst du in den Korb und sagst, ganz ehrlich, ich habe gestern gewaschen. Jetzt müsst ihr wieder warten, bis es voll ist. Dann hast du möglicherweise vielleicht einmal den Effekt, dass sie sagen, naja, dann sag das doch. Und dann schmeißen sie dir alle den Korb und dann sagst du, gut. Dann bist du bitte entspannt und sagst, okay, wenn der voll ist. Ich habe gesagt, ich wasche, wenn der voll ist. Und dann ist der voll und dann wäschst du auch. Ist in Ordnung. Aber es ist nicht dein Problem in dem Moment. Das ist, was ich auch immer gerne sage. Nicht meine Affen, nicht mein Zirkus. Wenn ihr ausgemacht habt oder vereinbart habt, die Wäsche wird gewaschen, wenn der Korb voll ist und die anderen haben keine Wäsche, weil sie das verpennt haben, die Wäsche da reinzubringen, dann ist das nicht mehr dein Problem. In einem anderen Video hatte ich mal das Beispiel mit dem Geschirr. Stellt euch mal die Gesichter vor, ich wiederhole das gerne nochmal. Wenn wir sagen, okay, das Geschirr kommt ab jetzt immer in den Geschirrspüler und du behältst für dich so ein eigenes Service übrig meinetwegen oder du wäschst meinetwegen mal einen Teller mit Hand, weil der Geschirrspüler wird und wird und wird und wird und wird nicht voll. Das ganze Geschirr stapelt sich oben auf der Anrichte. Du weißt noch ganz genau, die Müslischüsseln, die sind meinetwegen sogar mit Namen beschriftet, ja? Und jetzt ist auf einmal der Tag aller Tage, du setzt dich zum Abendessentisch und die anderen haben alle keinen Teller. Und dann fragen die ja, oh, wir haben vergessen, Teller zu decken. Dann kannst du mit deinem Teller genüsslich sitzen bleiben und warten, bis der große Aufschrei aus der Küche kommt. Ja, die sind ja, das muss man ja alles abwaschen. Und dann kannst du sagen, ja, ich weiß, das hatten wir besprochen. Ich kann den Geschirrspüler gerne anstellen. Ich bin auch viel öfter zu Hause. Aber reinstellen müsst ihr das Geschirr schon selber. Und wenn ihr das nicht macht, ich tu's nicht. Das ist das Thema mit den Konsequenzen. Und glaub mir, so kriegst du deine Familienmitglieder relativ schnell umerzogen. Aber, und damit wären wir wieder am Anfang, redet vorher drüber, weil es ist auch nicht Sinn und Sache, dass du irgendwie deinen Mann oder deine erwachsenen Mitbewohner umbeziehst, nur deinen Kindern. Deinen Kindern kannst du das beibringen. Ich sag meinem Sohn auch oft genug, das sag ich du, guck mal. Wenn ich es dir nicht beibringe, wer soll es dir denn sonst beibringen? Und ich möchte nicht, dass mein Sohn in 20 Jahren eine Frau hat, die sich dann bei mir beschwert, dass mein Sohn ihr nichts im Haushalt hilft. Ich will mir dann nicht auf die Fahnen schreiben lassen, dass ich meinen Sohn zu so jemandem erzogen habe. Mein Sohn soll das bitte als selbstverständlich erachten. Er lebt hier, er ist hier, er macht Wäsche schmutzig, er macht Geschirr schmutzig. Dann darf er auch helfen, das abzuräumen. Kleine Seitennotiz am Rande. Bei uns ist es zum Beispiel so, da steht dann ein Wochenplan drin. Ich habe zwei Kinder und dann ist an drei Tagen ist das eine Kind mit Tisch komplett hindecken dran. Das andere Kind muss den Tisch dann komplett abdecken. An den drei anderen Tagen ist es andersrum und sonntags mache ich das. Und dann gibt es auch keinen großen Streit. Dann wissen die, wir haben alle, die Tochter hat für alle gedeckt. Es essen alle, die Mama hat für alle gekocht und der Sohn kann genauso gut für alle abräumen. Und dann hast du zum Beispiel das Thema Regeln und Werte. Und deshalb kommen wir jetzt endlich mal zu den Hausaufgaben. Was sind denn deine Hausaufgaben? Was kannst du jetzt konkret tun? Schritt 1,
Akzeptiere bitte, dass dein Ordnungsempfinden nicht das Ordnungsempfinden deiner Mitmenschen ist. Wir sind alle individuell und ihr könnt darüber sprechen, aber akzeptiere das. Du hast einen Sinn für Ordnung und die anderen möglicherweise einen komplett anderen Sinn. Hausaufgabe Nummer 2, sprich mit den Menschen, die mit dir zusammenleben, warum du Ordnung in deinem Haushalt brauchst. Vielleicht hilft dir das zur Entspannung, vielleicht hilft dir das, um eine Krankheit zu überwinden, was auch immer. Aber sprich mit deinen Angehörigen oder mit denen, mit denen du eben lebst, warum Ordnung für dich so wichtig ist. Hausaufgabe Nummer 3, fang bei dir an. Fang an, deine Schubladen, deine Schränke, deine Bereiche, für die du wirklich, also wirklich nur du zuständig bist, fang an, die in Ordnung zu halten, die auszusortieren und die einfach gut zu strukturieren. Hausaufgabe Nummer 4, wenn ihr jetzt so gemeinsame Schränke habt, dann überlegt gemeinsam, ob zum Beispiel eine Beschriftung von Vorteil sein kann. Wir haben zum Beispiel im Kühlschrank, in der Kühlschranktür, weil das meine Kinder irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, aber ich weiß auch nicht, wie ich das machen sollte. Ich habe die Milch, wir haben in der Tür immer Milch und sonstige Flaschen stehen. Also wie so oft in der Kühlschranktür, ja? Und damit du nicht immer schauen musst, okay, welche von diesen 3 Milchpackungen ist jetzt angebrochen, welche ist leer, welche ist voll, ist es ganz einfach, dass ganz hinten stehen die schon angebrochenen und dann rutschen die vollen Packungen so nach. Und deshalb haben wir ein Label, eine Beschriftung, leer mit so einem Pfeil, voll. Und seitdem funktioniert es super. Seitdem kommen meine Kinder auch nicht auf die Idee, ihre halb angefangene Milchpackung auf die andere Seite zu stellen, da wo ich jetzt die volle vermute, weil ich bin dann immer hingegangen und habe gedacht, oh ja, super, die ist doch nicht voll, da sind ja nur noch 300 Milliliter drin. Also bei gemeinsamen Schränken oder Boxen überlegst du dir in Hausaufgabe Nummer 4, ob du irgendwie eine Beschriftung anbringen solltest, damit es einfach sinnvoll ist, dass sich alle daran halten können. Und Hausaufgabe Nummer 5, gemeinsam überlegt ihr euch jetzt noch Konsequenzen, was passiert, wenn diese Ordnung nicht eingehalten wird. Wenn zum Beispiel jemand bei uns die Milchflasche falsch rum hingestellt hat, dann war das so, ich bin dann halt nicht einkaufen gegangen und dann war auf einmal keine Milch da. Sag ich, ja, weil du die Milch wieder falsch rum eingestellt hast. Ich dachte, die ist noch voll. Jetzt ist die aber leer. Und das ist dann die Konsequenz. Oder wie eben das Beispiel mit dem Wäschewaschen. Das waren die Hausaufgaben. Ich möchte als Schlusswort einfach nur noch anbringen, vergesst bitte nicht, Ordnung sollte irgendwie auch praktikabel sein und nicht immer so perfektionistisch. Du siehst in diesen ganzen Zeitschriften, wie toll diese Wohnungen aussehen. Ja, aber Leute, lebt doch einfach. Ich sage ja nicht, dass ihr im Chaos leben müsst. Manche Dinge ändern sich auch mit der Zeit. Ganz am Anfang, also wenn ihr kleine Kinder habt, da braucht ihr 3-mal so viel Platz für Spielzeug, wie wenn ihr große Kinder habt. Allein ein Duplo-Stein ist größer als ein Lego-Stein. Ja, meistens hat man von den Lego-Steinen dann auch eine ganze Menge, aber es ist tatsächlich so. Die Spielzeuge werden meistens kleiner und vergesst das wirklich bei aller Liebe zur Ordnung nicht. Es muss nicht perfekt sein. Ihr sollt euch da ja auch noch wohlfühlen und damit wieder ganz an den Anfang des Videos, es sollten sich alle wohlfühlen und nicht nur du. Das ist unheimlich wichtig. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dieses Video hat euch etwas weiterhelfen können. Und nun viel Spaß mit den Outtakes. Weil jeder Mensch hat seine Selbstbestimmung. Hä, jetzt hat irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es, ja okay, jetzt stimmt es auch wieder. Manchmal habe ich das Gefühl, das filmt irgendwie zeitversetzt. So. Und deshalb kommt, was denkst du, wird passieren, wenn deine Ordnung aufgeräumt ist? Punkt Nummer 3 und jetzt kommen die Punkte 3 und 4 und jetzt kommen die Punkte 3 und 4 und Punkt und kann man das so als Beispiel sagen? Ja, das kann. Aber, und damit schließen wir das Video, und, nein.